Unterscheiden Sie manuelle, ich setze mal das Wort dahinter, Fertigung, manuelle Fertigung, mechanisierte Fertigung und automatisierte. Anhand dieser drei Worte kann man gleich auch eine Entwicklung kennzeichnen. Denn die manuelle Fertigung, das ist nichts anderes als Handarbeit. In dem Wort manuell steckt das Wort Hand drin. Handarbeit, das ist manuelle Fertigung. Mechanisierte Fertigung bedeutet menschliche Arbeit wird teilweise durch Maschinen ersetzt. Und automatisierte Fertigung bedeutet, die Maschine produziert der Mensch überwacht. Ja, überwacht und steuert. Ja, stellt vielleicht das Fließband dann mal ein bisschen schneller, ein bisschen langsamer, solche Dinge. Ja, das bedeutet ja alles überwachen, steuern. Die Maschine produziert, der Mensch überwacht und steuert. Das sind die Unterschiede. Manuelle Fertigung, mechanisierte Fertigung, automatisierte Fertigung. Gleichzeitig kann man sagen, die Entwicklung ging von links nach rechts. Heute haben wir überwiegend automatisierte Fertigung. Wollen Sie lernen, ohne zu leiden? Dann klicken Sie auf den Link unter diesem Video. Mein Name ist Marius Ebert. Vielen Dank.